Herzlich willkommen zum 41. Podcast über die Mauerzeitung. Diesmal geht es um die Oktoberausgabe aus dem Jahr 1998. Auf der Titelseite sehen wir diesmal den sehr beliebten Herrn Denner von Elektro Mörd mit einem Mitarbeiter. Sie präsentieren hier einen Röhrenfernseher, der damals am letzten Stand der Technik war, wenn man da direkt Internet abspielen konnte ohne Zusatzgerät. Und wie wir auch gesagt haben, ja, mit diesem Gerät können Sie Leasing online auch ohne Computer lesen. Und ich habe eh schon jetzt oft gesagt, es ist so interessant zu sehen, wie die Technik sich da entwickelt hat, wenn man denkt, das war eben vor 26 Jahren und im wahrsten Sinne des Wortes in einem anderen Jahrhundert. Auf der Titelseite sehen Sie auch den aufmachenden Titel, da geht es diesmal um die Volkshochschule im Maurer Rathaus. Und da haben wir eben auch sehr eng zusammengearbeitet mit Bezirksvorsteher Manfred Wurm und in der Zeitung nachgefragt, welche Kurse sich die Menschen eigentlich wünschen würden, die in dieser Dépendance in Mauer stattfinden sollen. Und das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, weil diese Maurer Volkshochschule heute auch immer noch weiter besteht. Ebenfalls auf Seite 1 sehen wir, dass die Volksschule Bendergasse die goldene Tramway 98 gewonnen hat. Also das war ein Wettbewerb, den die Wiener Verkehrsbetriebe hier ausgegeben haben. Und da haben sie 25.000 Schilling gewonnen mit dem Kunstwerk, das sie da für die U-Bahn gebaut haben. Und man sieht auch dieses Kunstwerk hier auf dem Foto abgebildet. In der Rubrik Sinn für, Sinn der Gemeinschaft, die ich da auf Seite 1 geschrieben habe, haben wir wieder den Versuch unternommen, die Bedeutung der Zeitung noch auf eine weitere Ebene zu heben. Dass wir eben gesagt haben, Menschen, die irgendetwas für andere tun wollen, die mit Gleichgesinnten was machen wollen, die sollen sich melden, damit wir in der Zeitung darüber schreiben können und sie dann über die Zeitung leichter Menschen finden können, die hier mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Auf Seite 2 hat Frau Magister Ayert hier weiter über das Grasslerhaus geschrieben, wo sie eben die neue Ordination gebaut haben, wo sie über einen Onkel geschrieben hat, der dann auch Bürgermeister von Mauer und Namensgeber für die Franz-Grassler-Gasse war. Auf Seite 3 ein auch sehr interessanter, historisch interessanter Artikel über die Rudolf-Zeller-Gasse. Die ist ja bekanntlich die Grenze zwischen Mauer und Atzgersdorf und die Eisenhorngasse dann die Grenze zwischen Mauer und Liesing. Und genau in diesem Grenzbereich gibt es diese große Wiese. Und die liegt auf einer unglaublichen Deponie, wo also 600.000 Kubikmeter Material, Hausmüll etc. waren, da wo eben auch giftige Gase ins Grundwasser gekommen sind. Und das ist eben damals saniert worden und da haben wir drüber geschrieben. Ebenfalls auf Seite 1 ein Artikel über eine Gemäldeausstellung, die Frau Professor Kirsch gegeben hat, anlässlich ihres 90. Geburtstages. Auf Seite 4 wieder ein Beispiel, wie wir über die Mauerzeitung in Zusammenarbeit mit dem Liesinger Schulverein uns bemüht haben, die Computerkompetenz der Menschen zu steigern, damals 1998, und haben eben hier Kurse angeboten und unter anderem auch einen Gratiskurs, wo es darum gegangen ist, was man beim Computerkauf beachten muss. Auf Seite 5 wieder historisch ein interessanter, ja auch trauriger Artikel in Memoriam Eduard Leiner, der beliebte Heurigenwirt, der seinen Heurigen in der Dreiständegasse gehabt hat, wo jetzt auch schon eine moderne moderne Wohnhausanlage steht. Und hier ist ein Foto von dem leider auch schon verstorbenen Heimatkundeforscher Friedrich Meerstallinger und ein sehr berührender persönlicher Artikel über den Eduard Leiner eben, dass der gestorben ist und damit auch ein Stück Altmauer. Auf Seite 6 schreibt eben der Maurer Weinfreund Alfred Zahel über eben einen
Jahrhundertwein, der wieder kommen soll oder nicht kommen. Das ist, geht um das Jahrhundertwein 1998. Und ja, die Frage, wird das eben wieder so ein Jahrhundertwein, ja oder nein? Und diesen Artikel hat Richard Zahl gemeinsam mit seinem Bruder Alfred geschrieben. Und man sieht Richard Zahl ja auch, wie er beim Platzlfest, Weintage, Bauernmarkt und Bundstand. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, dass damals auch die Idee aufgekommen ist, nach, das heißt, diese Weintage, die jetzt dann nicht mehr gegeben haben, am Hauptplatz, aber diese Zusammenarbeit der Maurer Jungwinzer, der hat sich dann kreiert, der Maurer Bundstand. Und das ist ja etwas, was es im heute auch noch gibt, zu Weihnachten, den Bundstand der Maurer Winzer. Und das ist eben damals auch entstanden, 1998. Auf Seite 7 hat Kommerzialrat Otto Bodingbauer über die Wallfahrt nach Mariazell geschrieben. Das ist eine viertägige Wallfahrt, wo die Leute von Maurer nach Mariazell teilweise auch zu Fuß die 4 Tage gehen. Und Ernst Bieringer ist da einer, der immer das vorangetrieben hat. Und da sieht man eben ein Wallfahrtsfoto aus dem Jahr 1953. Das heißt, dass das also schon eine lange Tradition in Maurer ist, dass man eben hier nach Mariazell geht, Ende August. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Auf Seite 8 wiederum Berichte über Maurer Schulen. Da ist über St. Ursula eben erzählt worden, was hier an der Tag der offenen Tür, was hier angeboten worden ist. Und dann auch die Zusammenarbeit der Anton-Krieger-Gasse mit einer Fachhochschule im Computerbereich, hier eine sehr positive Zusammenarbeit, die eben beiden Seiten hier genützt hat, aber ich glaube vor allem auch der Anton-Krieger-Gasse, weil die Computerkompetenz dadurch nochmal erhöht worden ist. Auf Seite 9 wieder ein bisschen traurige Geschichte, nicht? Also eine Ausstellung von einem Maurer Künstler, Herrn Matula, in der Bank Austria-Filiale in der Enderstraße 119. Nicht? Und das habe ich jetzt eh schon oft gesagt, dass das so schade ist, dass es das heutzutage nicht mehr so möglich ist, dass man in Banken eben Bilder ausstellt oder was auch immer und die Banken so als lokale Orte das lokale Leben ein bisschen auch aufbessern, indem sie hier eben Präsentationen machen oder ihr lokal anbieten dafür, dass im lokalen Bereich etwas passieren kann. Und ja, das muss sozusagen, dass es ja auch überhaupt keine Banken mehr, also der ersten österreichischen in Maurer gibt. Das sind ja die 5 Banken, die es vorher gegeben hat, gibt es nur mehr eine. Und wieder haben wir einen Artikel über die Sportunion Maurer und dann News from the Mountain. Das heißt, hier haben wir verschiedene Artikel von der Wotopakirche. Das heißt, das hat damals geheißen News from the Mountain und das hat sich aber dann nicht durchgesetzt, sondern dann eben Georgenberg aktiv und diese Kolumne gibt es ja heute noch. Aber da sind eben schon die Vertreter der Gemeinde sind hier namentlich angeführt worden und Frau Christel Ayer, die das auch ins Leben gerufen hat, diese Zusammenarbeit, das ist ja auch nicht genug zu danken, was sie alles für Maurer getan hat, hat hier auch einen sehr netten Artikel geschrieben über die Wotopakirche. Übrigens hat sie ja auch kürzlich einen Podcast aufgenommen zum Thema Wotopakirche, der auf bezirkspodcast.at zu hören ist. Auf Seite 10 schreiben wir über die Hauptschule Santa Christiana, wo eben es darum geht, sind die nächsten 100 Jahre auch gesichert, nachdem sie jetzt 100 Jahre besteht. Und wir haben also immer gern auch die Schulen unterstützt in ihren Aktivitäten. Und da muss man auch dazu sagen, das macht mich auch ein bisschen wehmütig jetzt auf Seite 10, da sehen wir den Herrn Bezirksschulinspektor Regierungsrat Friedrich Breinschmidt. Damals hatten die Schulbehörden auch tatsächlich noch Gesichter. Das waren also Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit auch gestanden sind, wo man gewusst hat, das ist also der Bezirksschulinspektor und den kann man ansprechen, wenn man was braucht. Und der ist leider auch viel zu früh verstorben und wir sehen ihn hier gemeinsam mit Direktor Spielmann zum gelungenen Schulneubau in der Bendergasse, MS Bendergasse, Mittelschule Bendergasse. Also hier spielt immer wieder mit, dass diese Maurer Zeitung schon auch ein Spiegel der Geschichte ist. Das, was ich vor 26 Jahren ist eben dieser Schulneubau in der Bendergasse gewesen.
Ebenfalls historisch ist für mich der Artikel Schuhhaus Mauer betreut Schülerinnen, wo eben der Geschäftsführer vom Schuhhaus Mauer, Friedrich Ammerschell, hier in der Anton-Krieger-Gasse Schülerinnen erzählt, wie es im Berufsleben so zugeht und dann tatsächlich auch Schülerinnen in seinem Geschäft arbeiten hat lassen. Und diese Zusammenarbeit, eben das ist gegangen um Verkauf von Waren, Kunde, Büro und Werbung, Lager und Gruppierung der Warensegmente und Schaufenstergestaltung, all das hat er mit den Schülern gemacht. Und das sind auch Dinge, die heute also wenig oder selten vorkommen, dass sich Geschäftsleute die Zeit nehmen, ja auch mit Schülern zusammenzuarbeiten. Und auf Seite 11 haben wir den Geschäftsleute, die Geschäftsleute-Seite. Und hier wird also Erntedank und steirischer Herbst in Mauer wird hier präsentiert und dann auch geschrieben, dass es seit 3 Jahren Elektro Schön in Mauer gibt. Ja, das ist auch jetzt schon ein Betrieb, wo der Herr Schön schon in Pension gegangen ist, also nach 26 Jahren. Und damals waren sie eben, haben sie ihre drittes Jubiläum gefeiert in Mauer. Und auch sehr interessant ist hier der Artikel über die Gesundheitspsychologin Dr. Kinigartner, die eben hier ihre Ordination in Mauer vorgestellt hat, damals vor 26 Jahren, Dr. Sonja Kinigartner. Und jetzt hat sie auch kürzlich einen Podcast auf Bezirkspodcast aufgenommen, weil sie jetzt in Pension ist und jetzt Geschichten erzählt. Und da hat sie einen sehr interessanten Podcast aufgenommen und ist in der aktuellen Mauer Zeitung vom November 2024 wird darüber auch berichtet. Auf Seite 12, auf der Rodaun-Seite, sieht man, was Rodaun damals alles unter Herrn Ingenieur Fitz zu Wege gebracht hat. Da hat es also eine Lesung gegeben beim Rodauner Kirtag, wo der Stargast war, Robert Mayer, der bekannte Schauspieler. Da sieht man auch ein Foto von ihm. Und dann wurde der Wiener Weinpreis 1998 verteilt. Und da hat also Rodaun und Mauer war wieder im Spitzenfeld. Und da sieht man Martin Distel mit Bürgermeister Häupl. Und viele, viele Rodauner Termine, auch das bedauere ich immer wieder sehr, dass diese Zusammenarbeit mit Rodaun und Kalksburg leider völlig zum Erliegen gekommen ist. Ebenfalls interessant hier der Artikel über das Kollegium Kalksburg, die Schule, wo die Pianistin, die bekannte Elisabeth Leonskaya, ihr ein Benefizkonzert gegeben hat. Und dann sehen wir wieder auch einen Artikel über SMIR, die Hilfsorganisation, wo berichtet worden ist. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Kommunikation mit Rodaun. Es hat so 2 Rodaun-Seiten gegeben. Und wenig überraschend haben wir nach den Wildern jetzt den Aschauer-Termin fürs Ganselessen hier am 3. bis 22.11.1998. Jetzt gibt man dort keine Ganseln mehr, sondern es ist dort eine Apotheke. Ist auch was Wichtiges und gut für den Körper. Auf Seite 14 wieder ein Hoppala in der Chris-Lohner-Rubrik. Da haben wir die Hannelore Leister, Wiener Zitter-Ensemble, haben wir noch am Titel. Und drunter steht aber dann schon der Baumeister Franz Krassler. Flankierend zu den Berichten von Frau Magister Ayert hat die Chris-Lohner in der Rubrik über Franz Krassler geschrieben und seine Verdienste für Mauer hier zusammengefasst. Und auf Seite 15 wieder Termine, sehr viele Termine, die in Mauer hier stattgefunden haben und Umgebung, die wir alle aufgelistet haben. Und jetzt ist das alles auf mauer.at zu finden. Und in der Zeitung gibt es diese Termine jetzt nicht mehr in dieser Ausführlichkeit. Ja, auf Seite 16 keine großen Änderungen, vielleicht ja eine Änderung. Also neben Tina Safranek, der treuen Inserentin, hat hier Dr. Heinz Baumer geschrieben, dass seine Neuübernahme war von der Praxis von Dr. Ernst Zimmer. Das heißt, da ist auch so eine Ära zu Ende gegangen, dass Dr. Ernst Zimmer, der Bruder von Paul Zimmer, der Maurer Hauptarzt war, der hat eben auch seine Praxis gehabt in der Speisingerstraße 149a, dass der eben aufgehört hat und sein Nachfolger ist Dr. Heinz Baumer, der jetzt immer noch dort seine Ordination hat. Ja, das war's schon wieder für die Zeitung im Oktober 1998 und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Podcast dabei, wenn es dann um die Weihnachtsausgabe 1998 geht.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.